Hi Leute, willkommen zurück zu Third Age Total War an diesem Dienstag. Ja, heute immer noch kein Total War Liga Gefecht. Es fehlen immer noch zwei Gefechte. Bei einem gab es ein bisschen Probleme, beim anderen Gefecht, da hat einer momentan privat viel um die Ohren und ich hoffe, wir bekommen oder ich bekomme die beiden Replays bald, sodass ihr auch da wieder weitere Videos sehen könnt. Aber nichtsdestotrotz kommt heute natürlich hier einmal Third Age. Gestern kam um 15 Uhr als kleiner Ersatz ein North and South Line Battle aus meinem North and South Regiment von Modern Blade Warband. Das könnt ihr euch ja mal anschauen, also von der Mod. Vielleicht interessiert es euch und würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch bei uns mitmachen möchtet im Regiment. Nur so nebenbei bemerkt. Aber wir haben jetzt hier auch was Wichtiges zu erledigen und zwar muss ich Eladan, der jetzt schon längere Zeit keine Schlacht mehr geführt hat, kein Kommando mehr hatte, hier zusammen mit Heerführer Herutain gegen Gorbuk von Nurnen stellen. Die Armee hier ist noch nicht voll und ja, das Schöne ist, die Armee ist jetzt auch nicht so unbedingt richtig stark. Er hat hier viele Orkplünderer, Orkspäher, okay, Uruk-Bogenschützen dabei, Ballisten natürlich wieder dabei, das finde ich nicht so toll. Bisschen Uruk-Schildkämpfer, aber jetzt nicht so, wie wir schon andere Armeen hatten, mit übertrieben vielen richtig guten Einheiten. Von dem her hoffen wir mal, dass wir die Schlacht hier erfolgreich schlagen können. Im letzten Part haben wir Altburg erobert und hoffentlich haben wir jetzt mit dieser Stadt hier auch mal eine kleine Festung, die wir gut halten können gegen Truppen, die von hier unten marschieren. Aber das schauen wir uns nachher noch genauer an. Jetzt geht es erstmal hier rein ins Gefecht, denn wir müssen die Armee auch auf jeden Fall deswegen aufhalten, weil sie auf dem Weg Richtung Hornburg ist und hier vielleicht bald die Möglichkeit hat, Helms Klamm zu erobern, also die Hornburg zu erobern. Und das wäre gar nicht gut, denn dann ist die Invasion der Bösen hier wieder erfolgreich und das will ich eigentlich nicht unbedingt haben. So, dann schauen wir uns das mal an, was ist das für eine komische Map schon wieder. Alles, was in der Nähe von Helms Klamm ist, ist immer sehr, sehr seltsam. Das haben wir schon festgestellt. Und diversen anderen Schlachten. So. Ja, erstmal unsere Bogenschützenstämme hier irgendwie auf, einigermaßen vernünftig. Leider müssen wir hier einen Berg angreifen. Das gefällt mir noch nicht so ganz, muss ich sagen. Und wir haben auch relativ wenig Infanterie. Eine sehr, sehr gute Einheit darin ist Schwertkämpfer mit viel Erfahrung, aber ansonsten nur Schwertkämpfer der Quendi im Moment. Muss aber auch sagen, dass die Armee auch noch nicht komplett aufgestellt war hier. Aber ich hoffe mal, dass wir das noch hinbekommen. So, und ansonsten natürlich hier auch ein bisschen Kavallerie an beide Flanken. Ist trotzdem wichtig, auch wenn jetzt der Berg hier natürlich nicht so vorteilhaft ist für uns. So, wo stehen unsere Gegner? Oh, die stehen ganz da oben. Ist natürlich übel. Hoffen wir mal, dass wir das gut hinbekommen. Hab ja schon, muss ich zugeben, ein bisschen Angst vor diesem Gefecht. Aber ich glaube an unsere Elben. Ja, es kann relativ verlustreich werden. Wir haben hier schlechte Karten, was das Außenrumreiten angeht und so weiter. Und deswegen müssen wir hoffen, dass das was wird. So, spule ich jetzt hier gerade mal ein bisschen vor. Wir gehen hier auch auf die aggressive Haltung bei Rohan. Die Truppen von denen sollten da hinten aufploppen, sind immerhin irgendwie was mit drei Einheiten oder sowas. Darunter übrigens auch Katapulte. So wie wir ja auch ein paar Einheiten haben. So, dann rückt ihr mal weiter vor, ihr auch natürlich und die Katapulte logischerweise auch. Hat denn Ella dann keine Spezialfähigkeit? Okay. So, ich überlege gerade, ob wir uns hier vielleicht vorteilhafter aufstellen könnten, wenn wir uns hier so aufstellen. Das probieren wir mal. So. Warten wir mal ab. Das ist vielleicht sogar echt hilfreich. Ja, noch ein ganz kleines Stückchen müssen wir hier vor.
soll es eigentlich langsam was werden. Aber es sieht so aus, als würden wir jetzt angegriffen werden. Ist auch nicht so verkehrt, muss man sagen. Umso schneller geht natürlich auch die Schlacht hier. Was macht die KI jetzt? Jetzt rennt er hier rüber mit seinen ganzen Soldaten. So, und wisst ihr was? Wir stellen jetzt hier unsere Infanterie mal hin. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht die Truppen dann hier stellen können, da reinschießen können, ihr Idioten. Und gleichzeitig mit unseren Bogenschützen reinfeuern können und mit unserer Kavallerie. Das wäre natürlich echt eine schicke Sache. Probieren wir mal unser Glück. So, hier schießen wir auf jeden Fall mal ordentlich rein. Und auch da hinten schießen wir weiter rein. Bisschen Kavallerie, oder die Kavallerie steht eigentlich komplett hier. Nein, oder? Bin mir da gerade auch nicht so sicher. Welche Einheiten haben wir denn hier? Die zwei Noritirno-Reiter. Die schicken wir auf jeden Fall gleich mal hier außen rum. Ich würde eigentlich ganz gerne hier den ein oder anderen Schuss reinsehen, da hinten. Wäre natürlich schön, wenn das irgendwie möglich wäre. Aber ich habe da immer so ein bisschen Angst vor meinen eigenen Truppen. So, jetzt natürlich unsere Kavallerie weiter hier hoch. Wir müssen schnell sein, weil ihr seht, wir haben innerhalb der Reihen unserer Truppen doch einige Verluste. So. Gut. Hoffen wir mal, dass das hier klappt und wir hier gleich viele, viele, viele Feinde zum Flüchten bekommen. Hier gehen wir mal in den Nahkampf rein. Hier können wir mal so angreifen, würde ich sagen, nochmal. Nein, hier flüchtet leider noch fast nichts. So, da haben wir aber auf jeden Fall mal eine Einheit abgemurkst. Das war der feindliche Hauptmann. Das, oder nee, General sogar, Entschuldigung. Gorbuk von Nurnen. So weit aus den Tiefen Mordors ist dieser General hierher gekommen. Wahrscheinlich haben es andere, die von einer näheren Position kamen, näher zu uns, noch nicht auf die Reihe bekommen, einfach hier uns zu besiegen. Jetzt haben sie gedacht, sie holen jemanden ganz aus, ja, aus der Provinz sozusagen. So, jetzt greifen wir hier oben mal an. Mit unserer Kavallerie möchte ich hier hoch. Dann greifen wir hier mal mit unseren Fernkämpfern weiter an. Ja, Rohan hilft auch ein bisschen mit. Das ist schön. So, wo ist denn Eladan? Der kämpft hier oben. Wir sollten unbedingt auch mal hier die Ballisten angreifen. Ist ja auch mal sehr wichtig. Ihr seht, wie viele Einheiten hier schon am Wegrennen sind. Wir müssen da jetzt auch ganz schnell mal hinterher. Und alles, was irgendwie mit Kavallerie zu tun hat, muss hier mal angreifen. So, Eladan und so weiter zum Beispiel können ruhig hier lieber unsere Feinde verfolgen. Das macht hier einfach mehr Sinn im Moment. So, und dann können wir nämlich hier uns zum Beispiel mit diesen Ätherin wie Schwertkämpfer um die feindlichen, wir einzeln sind noch gleich um die feindlichen Ballisten kümmern. Und jetzt müssen wir hier noch richtig, richtig viele Feinde so vernichten. Es wird sehr spannend, Leute, ich sag's euch, wie viele Feinde wir hier noch erledigt bekommen. Bin gespannt. Bin wirklich gespannt. So, greifen wir hier mal noch an. Die verfolgt man da gerade auch, das ist gut. Ja, wir müssen eigentlich schauen, dass wir hier wirklich
alle noch eigentlich platt bekommen. Oder zumindest einen Großteil noch. Im Moment hat er noch 90% seiner Armee übrig. 10% hat er noch übrig. 90% haben wir schon erledigt. Ich hoffe natürlich, dass es noch ein paar mehr werden. Zum Beispiel können wir hier jetzt mal diese Ork-Bogenschützen hier noch angreifen. Wo ist denn Eladan? Der ist hier. Greift ihr gleich mal da an. Ah, okay, die entkommen wahrscheinlich diese 146 Mann hier. Weil die Kavallerie ein bisschen zu doof ist, die checkt's hier nicht. Aber vielleicht schaffen wir noch wenigstens einen Teil davon. Wäre ja auch schon ein Erfolg. So. So, auch das haben wir erledigt hier soweit. Gut, okay. Schildkämpfer, da können wir gerne mal mit unseren Bogenschützen drauf feuern. So, den sollten wir auch erledigen, so. Ich hab gerade gedacht, als ob unsere kompletten Bogenschützen das nicht auf die Reihe kriegen. Ja, 229 Mann haben wir verloren. Es war mir eigentlich klar, dass wir so viele Mann verlieren. Erstmal die ungünstige Position hier. Und zum Zweiten natürlich auch die schiere Anzahl an Feinden, die hier uns gegenüber gestanden ist. Aber wir haben wieder sehr, sehr viele auch gefangen genommen. Gott sei Dank ist der feindliche General so schnell gestorben. Das war sehr wichtig. Und von dem her können wir, glaube ich, schon noch ganz zufrieden mit uns sein. So. Also, dann würde ich sagen, richten wir hier mal 4091 Geld hin oder ganz schön viele Einheiten, wie man hier sieht. Hinrichten. So. Ja, weil wir müssen uns so nicht finanzieren unbedingt. Also ich hab's lieber, wenn wir die Gegner hier erledigen, als hier irgendwie als Geld zu bekommen. Ja. Genau. Und jetzt schicken wir die Truppen mal noch da rein. Dann haben wir jetzt nochmal zwei weitere Soldaten. Zwei weitere Einheiten. Ich weiß immer noch nicht, was diese Fortbildung hier so bringt, aber es kostet halt relativ wenig Geld. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass es ein bisschen was bringt. So, genau. Da sind wir auch schon beim Punkt. Altburg. Wir haben jetzt die Stadt hier unten, die Festung mal erobert. Es ist tatsächlich eine Festung, das heißt, wir können hier wirklich alle Einheiten, die wir so rekrutieren können und alle Gebäude, die wir so bauen können, können wir hier dann auch rekrutieren, sobald eben die Kultur günstig ist für uns. Das braucht natürlich noch ewig, jetzt ist ganz klar. Aber wirklich, ich will diese Provinz eigentlich halten. Die wird erstmal nicht an Rohan übergehen, weil Altburg hier unten einfach von zentraler Bedeutung ist. Die jetzt zu verteidigen, wenn es in Rohans Hand ist, ist wahrscheinlich einfach extrem schwierig. Und von dem her denke ich, ist Altburg so einfach viel, viel besser zu verteidigen. So, jetzt müssen wir natürlich uns überlegen, wie gehen wir weiter vor. Ich denke, wir werden jetzt so demnächst mal mit dieser Armee hier, beziehungsweise, wo sind meine Spione? So, schauen wir mal. Gehen wir mal da hoch. Wir haben hier ja nochmal einen Spion rekrutiert. Jetzt möchte ich mal da gerne mal kurz hier hingehen. Okay, hier sieht es ganz gut aus gerade. Mit dem gehen wir da hoch. Ich hoffe mal, Rohan schafft diese kleine Armee mal alleine. Und dann können wir uns nämlich entweder überlegen, ob wir mit der Armee mal hier rüberlaufen wollen und dann da angreifen oder hier irgendwas, ja. Je nachdem, was die Spione so sagen. Aber auf jeden Fall möchte ich mich mal ganz gerne hier auf diesem Flussübergang hinstellen und dann schauen wir mal, ob wir Baumgarts Hügel mal erobern. Und zum Zweiten möchte ich mit den Truppen mal hier runter und hier ein bisschen schauen, dass wir hier eine schlagkräftige Armee haben. Und dann mit den Truppen, die eben noch von hier oben kommen und die wir fortbilden können etc. beziehungsweise schon fortbilden, will ich dann mit Eladan eine gute Truppe formen, um hier unten mal in Gondor ein bisschen gegen Harad und Mordor zu unterstützen. Und dann mal abwarten, was wir mit der Armee machen. Wahrscheinlich hier so ein bisschen was erobern, wenn was geht. Und ansonsten halt defensiv hier irgendwie den Fluss halten oder hier den Fluss oder halt einfach dieses Gebiet hier halten. Und dann werden wir ja hier oben, sind wir ja auch schon dabei. Wir sammeln uns ja hier schon in Voschatraum. Wobei ich hier vielleicht noch ganz gerne die Stadt, in der wir uns aufhalten, umändern möchte. Nach Dunkelstadt, um doch noch ein bisschen die ein oder andere Einheit fortzubilden, wobei, Moment mal schön. Ah ne, geht ja eigentlich auch nicht. Fortbilden können wir eigentlich nur hier in Bruchtal.
Ja, wisst ihr was? Dann gerade ist hier nicht mehr die Gefahr so groß. Dann gehen wir hier einfach mal nach Bruchtal mit den ganzen Einheiten und bilden da diese Truppen auch mal noch fort. Soweit, so gut. Okay. Ja, und dann schauen wir halt eben, dass wir hier auch eine Armee haben mit einigermaßen vernünftiger Infanterie. Klar, wir haben jetzt hier Älteren wie Speerträger und so weiter. Jetzt nicht so wahnsinnig viele hochwertige Einheiten, aber ich hoffe einfach, okay, eine Einheit Älteren wie Schwertkämpfer. Ich hoffe, dass wir trotzdem mit diesen Einheiten hier so auskommen werden, dass wir hier runter marschieren können und mal Limklar fort und auch hier diese Gebiete zu erobern. Weil wenn wir dann nämlich hier mal den Norden frei hätten, hätten wir erstens neue Gebiete für uns und zum Zweiten könnte man dann, ich glaube, hier gibt es einen Übergang, diesen Übergang einfach besser halten, indem wir hier Tirith Anduin halten und dann könnte man da eine Fullstack reinstecken und mit den restlichen Truppen dann hier nach unten ziehen oder hier runterziehen, wie auch immer. Also so von der Idee her. Bleibt natürlich noch einiges an Zeit übrig oder wir brauchen noch einiges an Zeit hier, bis wir so weit mal mit unseren Zielen sind. Aber wir arbeiten natürlich drauf hin, ganz klar. Ansonsten finanziell sieht es gerade natürlich auch nicht so klasse aus. Das muss man auch mal sagen, wie es ist, gell? Da müssen wir mal schauen, dass es da auch wieder bergauf geht. Ansonsten haben wir auch noch hier oben Truppen. Moment mal schön, wo haben wir sie denn? Unser Schiff. Wo ist denn unser Schiff gerade? Ah ja, hier. Das hier auf dem Weg nach Midland ist, denn wir haben hier auch einige Truppen rekrutiert, die wir dann auch alle mit in den Süden nehmen werden. So über kurz oder lang. Und da bin ich auch mal ganz gespannt drauf, wie sehr das sich hier unten dann noch positiv auswirkt oder überhaupt auswirkt. Wichtig wäre natürlich, wenn wir auch noch die ein oder andere Stadt in nächster Zeit plündern könnten, die vielleicht auch noch ein bisschen was an Einnahmen generiert, zumindest bei der Plünderung, damit wir hier nicht irgendwann mal in die roten Zahlen kommen, sondern eher im Plus bleiben irgendwie. Wobei das natürlich auch darüber geht, dass wir irgendwie auch wieder in nächster Zeit natürlich Einheiten verlieren werden und durch den Verlust von Einheiten wird dann natürlich auch das ganze Problem ein bisschen gemildert. Aber, und das möchte ich mal auch noch kurz anschauen, ich möchte jetzt hier die Schwertkämpfer der Quenni noch rekrutieren, das ist in Ordnung, aber hier diese Bogenschützen der Quenni, die möchte ich nicht mehr haben. Ich weiß nicht, wollen wir die Einheit hier noch haben? Ich denke, so eine Einheit Schwertkämpfer ist in Ordnung, wenn wir da nochmal eine dazu holen oder so. Das können wir gerne machen, aber ansonsten möchte ich auch ein bisschen vorsichtig sein, was die weiteren Rekrutierungen angeht. Es kostet dann einfach Unmengen an Geld, so ein paar Elben zu rekrutieren. Ja, ist halt einfach krass, was man mit dem Geld an anderen Armeen rekrutieren könnte, falls wir eine andere Fraktion spielen würden. Aber tun wir nicht, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. So, genug geredet, deswegen beende ich jetzt mal hier die Runde. Und bin mal gespannt, was die Runde so bringt. So. Ja, ich habe übrigens mittlerweile, es haben manche von euch in den Kommentaren geschrieben, ich habe es auch so, als ich mal mit anderen geredet habe und auch anderswo gelesen, dass anscheinend die Divide and Conquer Submod für Third Age mittlerweile um einiges besser sein soll als MOS. Divide and Conquer habe ich ja auch einmal im Let's Play gespielt, war ja damals ein bisschen enttäuscht von, weil sie ja auch KI-Völker untereinander den Krieg erklärt hatten. Dieses Problem hatte ich ja in MOS noch nie, das ist jetzt hier das erste Mal, deswegen finde ich das so witzig eigentlich. Und von dem her, ja, möchte ich mal schauen, wie wir das dann weiter angehen auch. Also möglicherweise in einem nächsten Let's Play, ob ich dann da vielleicht mal die Divide and Conquer selber erstmal im Voraus ausprobieren und wird dann die vielleicht irgendwann mal spielen. Ich weiß jetzt nicht, der ist 41, finde ich eigentlich schon fast ein bisschen heftig. Guter Bürokrat und so ist ganz cool, aber lieber erstmal nicht. Zuduri, sparen wir uns jetzt bald mal die Unterhaltskosten. Können wir nämlich diese Bogenschützen. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Eine Einheit weniger hier schadet nicht. Ist jetzt auch nicht so wild. Und dafür lösen wir die Bogenschützen hier mal auf. Wir haben eh genug Bogenschützen, glaube ich. Wurschardtraum haben wir tiefe Minen abgeschlossen. Das ist wichtig. Wir machen das ein bisschen weniger miese hier in der Stadt. Ansonsten, wie sieht es denn hier aus? Was bringt denn hier? Das bringt alles nichts. Brauchen wir euch gar nicht anschauen. Bregnas haben wir jetzt auch die elbische Waffenschmiede
fertiggestellt. Das ist gut, da können wir dann auch Truppen fortbilden. Generat Werkstatt ist Bildhaus, dadurch Bevölkerungswachstum in dieser Provinz. Wir können auch hier die Einheit fortbilden. Isengard, warum jetzt eigentlich zwei Einheiten, die wir hier fortbilden? Die brauchen wir eigentlich nicht mehr fortbilden, die ist schon. So, jetzt aber. Ja, ansonsten hier oben, wo sind wir stehen geblieben? Isengard, elbische Waffenschmiede, auch elbische Rüstungsschmiede könnte man hier bauen. Sollten wir uns vielleicht mal überlegen. Aber ich möchte jetzt erstmal, will ich Geld sparen oder bauen wir hier die elbische Rüstungsschmiede? Ich denke, wir bauen die. So, und ansonsten Altburg, elbisches Haus der Kunst, jetzt elbische Halle der Kunst. Auch sehr wichtig, hier diese Gebäude zu bauen. So, und dann würde ich sagen, schicken wir mal noch eine Einheit hier rein, um diese fortzubilden. Diese Bogenschützen können wir hier rüber schicken. Die Truppen kommen auch hier rüber. Davon können wir eigentlich auch gerne mal zwei nach Degnas schicken, die wir hier dann fortbilden können. Von mir aus auch noch diese Einheit auch noch gleich hinterher. Hier die zwei können wir gleich da reinschicken. Die zwei kommen darüber. Die kommen hier rüber. Die können wir darunter schicken. So, und dann sieht es eigentlich ganz ordentlich aus. Wir können hier jetzt bald auch noch diese Einheit fortbilden, wie es aussieht. Ja, ist die Frage, ob wir Kavallerie gerade überhaupt brauchen unbedingt. So, die Einheit bilden wir auch noch hier in Ginnerath vor. Bis dahin haben wir da wieder Platz. Mit denen marschieren wir auch gleich hier rüber. So, und dann schauen wir mal ganz kurz. Halbtrolle von Harad. Das sind sehr, sehr gute Einheiten, die Harad da dabei hat. So, dann möchte ich jetzt erstmal mit meinem Spion hier kurz ein bisschen erkunden, wie es hier aussieht. Da ist Yildur Schattentod der Gehorsame, okay. Hier haben wir noch zwei Armeen. Ich möchte jetzt gar nicht hier erstmal vorrücken, das lassen wir erstmal. Lieber marschiere ich mal hier runter kurz. Und dann versuchen wir vielleicht hier einfach mal mit diesen Truppen hier noch Altburg ein bisschen zu verstärken und oder hier mal die Armee auch noch zu besiegen. Ansonsten schaue ich mal kurz. So, wie sieht's aus? Hier Infanterieeinheiten. Können wir da schon welche so weit schicken? Nein, leider nicht, wie es aussieht. So, dann lassen wir das einfach mal so. Und jetzt können wir hier eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Ich will jetzt hier auch nicht angreifen müssen unbedingt. Schauen wir mal ganz kurz. Der hat auch keine Belagerungsgeräte. Das heißt, er müsste uns hier als erstes angreifen. Beziehungsweise die Stadt Hornburg oder die Festung Hornburg erstmal so belagern. Ist ordentlich, das passt soweit. So, jetzt machen wir natürlich langsam echt heftig Minus. Gefällt mir überhaupt gar nicht gefällt mir das. Ja, das sind auch weitere Armeen. Weiß jetzt nicht, ob wir uns darüber Sorgen machen müssen. Die sind eigentlich die nächsten beiden, die hier für Aufsehen sorgen, beziehungsweise die Armee hier. Und halt eben, klar, diese hier. Die da oben finde ich jetzt auch erstmal nicht so bedrohlich soweit. Da schauen wir einfach mal, dass wir die so bald wie möglich hier oben auch erledigt bekommen. So, die beiden Infanterieeinheiten beispielsweise können wir mal fortbilden. Das ist in Ordnung. Das können wir mal machen. So, bin mir halt einfach auch nicht so sicher. Um ehrlich zu sein, inwieweit wir hier jetzt eigentlich alle Einheiten noch fortbilden können, weil in ja so zwei Runden, drei Runden wird man keine Kohle mehr haben. Dass ich das noch einmal sage in dem Let's Play, kann ich kaum fassen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir gucken natürlich, dass wir jetzt hier noch einige Armeen auf die Spur bekommen. Und dann beende ich jetzt hier gerade mal nochmal eine Runde. Wir müssen auch im Hinterkopf behalten, so sehr ins Minus sollten wir gar nicht gehen, weil dann können wir unsere Elite-Truppen erstens nicht mehr rekrutieren, gell? Und zum Zweiten wird auch bald das letzte Gebäude fertiggestellt, das wir brauchen, um das Noldor-Reich wieder aufleben zu lassen. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall auch haben, dieses Gebäude. Und da müssen wir natürlich echt schauen,
dass da noch was geht, gell? Und dass wir jetzt dann auch noch diese Truppen rekrutieren können. Aus der Kartenzeichnung zum Beispiel brauchen wir nicht unbedingt weniger Elben verlassen. Mittelerde ist schön. Ui, da kommt Uvata, der Reiter, wo auch immer der jetzt herkommt. Da unten sind noch viel, viel mehr Armeen. Ja, mit dem seine Armee geht eigentlich auch. Da oben kommt Akrohil, der blinde Hexer. Jetzt wird es natürlich ein bisschen stressig hier oben. Schwertkämpfer können wir nochmal mit reinnehmen. Jetzt schauen wir mal kurz. Die Bogenschützen nehme ich mal raus und diese Einheit hier nehme ich mal raus. Aber Moment, jetzt machen wir das erstmal eins nach dem anderen. Nehmen wir jetzt erstmal die Einheit hier rein. Okay, das geht schon mal. Dann können wir jetzt hier diese beiden Einheiten mal rausnehmen. Und jetzt können wir uns überlegen, was wir reinnehmen noch. Vielleicht hier noch eine Einheit Eldarinische Schwertkämpfer. Bogenschützen haben wir relativ viele. Wie viele haben wir denn? 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten. Nehmen wir mal noch die zwei hier rein. So, und jetzt passt es hier erstmal. Klar, okay, die könnte man jetzt auch noch austauschen vielleicht, aber so wichtig ist das dann auch wieder nicht. So, und dann nehmen wir gleich natürlich hier auch diese beiden Einheiten wieder hier rein. Hier bilden wir fort oder lassen wir es erstmal. Ich glaube, wir lassen es. Wobei, das Geld können wir auch noch verpulvern. Egal, ist die nächste Runde eh pleite. Gut, okay. Ja, wir können uns jetzt auch hier hinten ruhig mal die ein oder andere Einheit sparen, denke ich, und hier drin lassen. Einfach nur, damit sie unterhaltsfrei bleibt. Und dann brauchen wir schon weniger Geld. Hier übrigens dieselbe Frage, die ich mir gerade stelle, ob man nicht einfach so ein bisschen was an Einheiten da lassen. Wie zum Beispiel jetzt die hier da lassen, aber dafür zum Beispiel diese Bogenschützen und auch diese Einheiten hier. Die jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die hier alle mal nach Ginnerad schickt, um hier ein bisschen unterhaltsfreie Einheiten zu haben. Und auch zum Beispiel, Moment mal, vielleicht auch mal die zwei Einheiten noch als unterhaltsfreie Einheiten da rein. Die zwei können wir auch noch unterhaltsfrei da drin parken mal. Vielleicht auch die Einheit hier. So passt es, denke ich, erstmal. Dann machen wir nämlich ein bisschen weniger Miese im Moment. So, und dann, wie sieht es denn jetzt aus? Wie lange brauchen wir jetzt hier noch, um diese Armee endlich einsatzbereit zu haben? Noch ein bisschen braucht's. Hier hinten die Einheit nehmen wir mal noch hier rüber. Zwei Runden, die braucht noch eine Runde. Ah, drei Runden sogar. Okay, aber dann könnte man hier mal rüberlaufen und nach hier unten marschieren. Dann braucht es wahrscheinlich noch so 5 Runden, dann sind wir endlich mal da. Naja. Ob das so toll ist, weiß ich auch nicht. So, hier haben wir einen Spion, da haben wir einen Spion und da unten, genau. Ich würde gerne mal mit dem mal kurz noch ein Stückchen weiter hier hoch. Oh Gott, wie viele Armeen haben wir denn hier bitte? Also ich habe eigentlich ein bisschen gehofft, dass wir hier die Ostfold vielleicht erobern können, ganz entspannt. Hier kommt jetzt übrigens Lugnas, der Hässliche, mit einer Armee. Da müssen wir auch ein bisschen schauen, wie wir das dann angehen, natürlich. Aber beispielsweise könnte man sich jetzt mal überlegen, wie weit kommt denn der? Der kommt bis hier rüber. Wisst ihr was? Wir stoppen den jetzt einfach mal. Fuck, vielleicht hätten wir ihnen da drüben die Brücke sperren sollen, weil ich glaube nicht, dass die hier durchkommen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Naja, egal. Aber dann werden wir uns im nächsten Part hier mal um Gibran, der Baumeister, kümmern, dass der auch nicht mehr in den Süden zurückkehrt. Genauso wie die ganzen Halbtrolle hier, ein bisschen Schlangengarde und so weiter. Das wird eine heftige Schlacht, sage ich euch jetzt schon. Also das glaube ich schon, dass das sehr verlustreich werden kann. Genau, dann schauen wir uns das beim nächsten Mal an. Ich danke euch wieder fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.